So, da sind wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Das war wieder ein anderes Intro, aber ihr wisst ja, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Wir sind hier wieder am Start, der Nino und meine Wenigkeit. Wir wollen eine Runde zusammen im Zug spielen. Aber vorher noch was anderes. Ich habe den Rat von Markus befolgt. Danke nochmal für deinen Tipp. Ich habe das Modpack Diklowitz. Wer ist das nochmal? Steht das irgendwo? Da. Nee. Irgendwas mit Diklowitz, irgendwie XVM Modpack habe ich installiert. Da sind super viele Sachen drauf. Unter anderem hier die also andere Aufteilung, die sich bei mir jetzt wahrscheinlich noch so gar nicht so richtig lohnt. Anderes Fernrohr und so. Und ich spiele es jetzt auch das erste Mal damit. Und ja, ich bin gespannt, was sich jetzt alles so ändert. Unter anderem sollen sich die Zielfernrohr, Scherenfernrohr und Tarnnetz automatisch hier einbauen. Hier ist jetzt nichts eingebaut, aber ich starte jetzt einfach mal den hier. Warte mal. Zug. Bereit. Genau, die habe ich auch nur. Oh. Ich weiß nicht, ob das Dito jetzt noch angekommen ist. Ansonsten, was ist das denn jetzt hier? Ach du Schande, was ist... Oh. Sieht so aus, als... Ich habe hier gerade so eine Stoppuhr, das sah nicht... Okay, ich hatte gerade leichte Schwierigkeiten reinzukommen. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe hier links ganz andere Anzeigen. Und ich habe jetzt bei meinem... Alter, was ist denn hier los? Wie weit ich rauszoomen kann. Krass. Kann, glaube ich, ganz vorteilhaft sein. Jetzt sehe ich auch... Der blaue und der gelbe Kreis, das weiß ich jetzt auch nicht, wofür das jetzt gut ist. Ja. Natürlich muss ich auf diesen Mod jetzt erstmal klarkommen. Das sind super viele. Das sind super. Ich kann, glaube ich, auch noch weiter zoomen. Zoomen ist auch weiter. Jetzt hat der Nino gerade noch was geschrieben, das habe ich leider nicht gelesen. Ich fahre jetzt mal einfach hier so her. Hier hoch. Versuche dann sofort nicht mit ranzukommen. Also Scherenfernrohr und Tarnnetz hat er wirklich tatsächlich automatisch eingebaut und ausgebaut. Das ist natürlich eine feine Sache. Oh, guck mal, da ist. Oh Gott, ich habe einen katastrophalen Ping. Ich muss mal ganz kurz raustappen und was machen. Oh, ja, war das wieder hier top vorbereitet. So lobe ich mir das. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt müsste mein Ping besser werden. Ich habe nämlich gerade geschossen und dann ist ja die Rakete ein bisschen später eingeschlagen. Das war nicht so geil. Habe ich jetzt überhaupt getroffen? Soll ja irgendwo auch so ein Damage-Log soll es hier auch noch geben. Ich merke schon, ich bin leicht überfordert mit der Gesamtsituation. Oder vorne ist einer aufgedeckt. Vielleicht kriegen wir. Oh, da sind mehrere. Ich kann hier gar nicht mehr. Der sagt mir, das Fadenkreuz zieht sich gar nicht mehr zusammen. Hä? Das war komisch. Das irritiert mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Das muss wehtun. Okay. Krass. Okay, mit dem muss man natürlich wirklich zu spielen lernen. Das muss wehtun. Nein. Sie haben die Seeschmelze getroffen, Nein. kann nichts mehr sehen. Gott, habe ich jetzt in die
den Sand geschossen da oder vertue ich mich jetzt? Ah, unten links ist. Unten links ist so ein Block. Okay. Da ist noch einer. Das war die Arti. Dass die mich nicht getroffen hat. Okay, der hat geschossen. Vielleicht komme ich jetzt raus und kann das sehen, wie schnell er nachlädt. Wir haben sie. Okay, den haben wir zerstört. Ach, da ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Schnell drehen. Boah, die Art, die hat mich hier ganz knapp verfehlt. Wir haben sie böse erwischt. Ich versuche jetzt mal einfach hier rumzufahren. Nein! Raus hier. 5-8 gegen uns. Ah, das sieht nicht gut aus. Schade. Boah, ich muss auf dieses Modpack erstmal klarkommen. Alter Schwede. Und warum sich der Zielkreis nicht verkleinert, das frage ich mich gerade wirklich. Also, ab wann ich nicht mehr besser treffen kann. So, jetzt gehen wir hier auf Dreier. Ich muss das Ganze gerade erstmal lesen. Warte mal, kann ich auf den Marder noch irgendwas holen? Moment. Un momento, señor. Ah, ne. Ich war ja kurz vorm Hitzer, richtig. Genau, das heißt, wir gehen jetzt mit dem Marder. Hab ich den Marder? Ja, okay. Gut. Immer wenn ich irgendwas schreiben will. Nein. So, jetzt geht's wieder mit dem Marder weiter. Mal gucken, was mich jetzt hier mit dem neuen Modpack erwartet. Jetzt habe ich das Tarnnetz und so, ist jetzt natürlich auch nicht dabei, weil das noch im anderen Panzer ist. Boah, und ich fliege hier immer, ich kriege hier mal einen Widescreen, wenn ich reingehe. Aber dann geht's wieder anscheinend. So. Also muss ich mich auf jeden Fall. Wie weit ich hier rauszoomen kann, ist das krass. Heftig. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen, was jetzt der blaue Kreis ist, der gelbe Kreis, das rote. So, wo stelle ich mich jetzt am besten hin? Ich glaube, ich stelle mich da hin auf die blaue. So. Auf geht's. Ja, er fährt ja einfach durchs Haus, da kennt er nix. Da kennt er nichts. So. Oder werden die Essen schon aufgepickt? Okay. Jawohl, schon der erste Tod gegen uns. Aber 1-1. Wir gleichen aus. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier irgendwie auf die Lauer. Um die Jungs bei der Basis zu unterstützen. Guck mal, das ist jetzt auch neu. Hier natürlich suboptimal. Ich stelle mich wahrscheinlich mal hinter diesen Busch hier. Dann kann ich auch zur Not auch noch hinter so einer Hauswand. Ach, da wird er jetzt kleiner? War das aber gerade nicht oder habe ich mich jetzt vertan? Ich muss mal nach hier hin. Ob ich von hier was holen kann. Jawohl, der Nino Gamer geht ja richtig ab. Schönes Ding, Junge. Einen nach dem anderen räumt er ab hier. 10-7 für uns. Ich
habe noch nicht dazu beigetragen, aber 10-7 für uns. Nein. Jawohl. 11-8 für uns, jawohl. 12-8. Ich fahre immer nur hinterher und lache blöd. Ach, guck mal, da unten steht doch, hat nachgeladen. Das ist auch interessant, ne? Nein! Scheiße. Ah, da hinten ist ja so einer. Guck mal, das ist so ein Damage-Log. Das ist natürlich interessant. Und dann auch noch so eine kleine Infotafel. Also im ersten Moment werde ich hier mit Informationen komplett überhäuft. Aber, ja, wenn man das mir irgendwann auswerten kann und ein bisschen mehr Peilung davon hat, dann ist es bestimmt nicht schlecht. Aber auch nicht. Hier jetzt irgendwie drüber zu kommen. Das dachte ich mir, dass sie sich den direkt holen. Well played. Ja gut, ich hoffe jetzt, dass das andere Gefecht beendet ist. Dann können wir da nochmal eine Runde drehen. Ich denke, das haben wir dann wohl verloren. 248. Ich spiele jedes Gefecht mit dem Marder so scheiße. Ah, der Nino hat 282. Der hat richtig gut Schaden gemacht und sogar 2 Kills. Vom Allerfeinsten. Gut. So. Dann nochmal mit dem hier. Sieg des Tages müssen wir noch holen, Freunde. Ohne geht gar nicht. Wie weit war ich damit? Erforschen. Okay, wir sind jetzt drin. Da war ich kurz vor der Wanne, ne? Wie viele Punkte hatte ich da nochmal? Ich glaube, als nächstes kaufe ich mir auf jeden Fall dann die Wanne. Genau, und weil ich halt sowieso die Kanone für den Tiger 1 kaufen muss, sonst komme ich ja gar nicht zum Tiger 1, wo ich hin will. Schauen wir mal. So, wir sind am Start. Ah, das ist das. Hier fahre ich einfach geradeaus. Oder wo fahre ich hier? Ah, ich fahre geradeaus. Richtung Stadt. Und werde da mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Nicht. Sehr gut. Warum kann man bei World of Things nicht diese zwei Äuglein direkt hintereinander machen? Weiß das einer von euch? Los geht's! Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ich meine. Aber, okay. So, ich folge dem Nino jetzt. Walker 63701. Oh, der hat den neuen Turm schon auf, kann das? Der Turm sieht ein bisschen anders aus. Ist er deswegen schwerer und hat deswegen einen schlechteren Antrieb oder hat er einfach nur den alten Motor noch drin? Ich würde mal gerne wissen, wie man automatisch weiterfährt. Ich muss nämlich mal stehen bleiben, wenn ich zurückschreiben will. Das sieht nämlich aus wie so ein Vollnoob. So. Was sind da schon welche aufgedeckt? Ja, da hinten. Oh, hier hat man noch eine richtig schöne Übersicht. Das ist ja richtig gut. Okay, hier ist nichts zu holen. Ich fahre erstmal ein paar Bäume um. Oh, da sind ganz schön viele Panzer. Oh, da vorne ist einer. Oh nein, nicht erwischt. Verdammte Axt.
Um ein Haar möchte ich mir fast behaupten. Dass sie mich hier gleich hier durch abballern. War nicht so lustig. Na los, kommt raus, kommt raus. Vielleicht mal einen weiterfahren. Oh, fuck. Das war nicht so gut. Ah, wir rücken vor. Wir rücken mal einen weiter hier. Keiner zu sehen. Oh, da war einer zu sehen. Das muss wehtun. Von wo? Von vorne. Oh Gott. Der Nino hat da von da vorne einen mitgekriegt. Das ist nicht so gut. Ist der denn nicht so gut? Was ist denn der Type-Dingsbums von gerade? Das frage ich mich. Irgendwie begebe ich mich jetzt auch in eine schlechte Position hier. Komme ich da hinten durch? Nein. Versuch mal rauszufahren und den zu kriegen. Ne? Kritischer Treffer! Nino hat er sich geholt, der Bengel. Oh, da kommt ja noch einer! Den hätte ich nicht gesehen. Los, komm raus, Junge. 5-5 steht's, von hinten kommen ein bisschen verstärkt. Das muss wehtun! Und einen Schaden habe ich ihm gemacht. Okay. Da war die Achti. Guck mal, der fährt hier einfach durch. Nein, habe ich den Sieg getroffen? Ist so geil. Der kommt von da jetzt. Jetzt haben sie mich hier richtig ins Zange, die Jungs. Ein Durchschlag stand. Ja, schade. Okay, 9-7, das könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden ich insgesamt gemacht habe. Das steht, glaube ich, auch irgendwo seit dem neuen Notepack. Als Fazit muss ich sagen, dass ich natürlich noch komplett überfordert bin mit der ganzen Geschichte. Ich kann super viele Sachen einfach gar nicht auswerten. Das ist jetzt gerade so mein Problem. Aber ich denke schon, dass man umso mehr Infos man hat, wenn das wichtige Infos sind, umso besser ist es. Also ich glaube nicht, dass man da groß von abgelenkt wird. Und wie gesagt, umso mehr Infos man hat, umso besser. Gut, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, das hilft mir mal sehr weiter. Und ich hoffe, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich danke nochmal dem Nino fürs Mitspielen. Und bis dahin, bleibt sauber, ciao, ciao.